Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen hammergeilen Demo. Hoffe ich zumindest. Fuel Overdose. Ich habe keine Ahnung, was es ist und hoffe einfach mal, dass es mich vollkommen weghaut. So, wir scheinen offenbar ein Rennspiel vor uns zu haben. Was gibt's hier für Optionen? Egal, egal, egal. Ich lass mal auf Anfänger und mach danach nochmal irgendwie was anderes. Steuerung. Das behalte ich mir sowieso nicht. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Wir spielen das Tutorial. Wow, also Robocop ist am Start. Schon mal sehr geil. Bla bla bla. Chaosrennen. Nicht schlecht. Okay. Ja klar, weiß ich, wie man fährt. Aha. Aha. Na dann, fahren wir mal eine geile Runde hier. Falls ihr es schnurren hört, Marys Katze ist am Start. Und rückt mir gerade ganz schön auf die Pelle. Ich gewinne. So, jetzt habe ich wieder katzenfreie Zone. Endlich. Aha. Aha. Okay, also das Maschinengewehr. Jetzt hätte ich gerne eine andere Waffe. Das ist jetzt... Hä, was soll ich denn tun? Soll ich denn jetzt irgendwie... verfolgen? Yeah, Mann. Jetzt habe ich uns beide weggesprengt. Soll ich das Tutorial vielleicht doch überspringen? Weil irgendwie ist es gerade voll langweilig. So. Ja, ich würde gerne losfahren. Wow. Also ich soll Kreis drücken, wenn ich nah genug an einem Fahrzeug bin. Perfekt. Der Greifhaken löst sich nach kurzer Zeit wieder von selbst. Dann lösen wir ihn nochmal. Okay, also ich kann mich so an die Autos dran dingseln und dann abschießen. Der Greifhaken an Eckpfosten. Na dann. Greifhaken wir doch mal den geilen Eckpfosten. Und... ja. Also ich soll den Eckpfosten im richtigen Moment erwischen. Soweit so einfach. Wieso bin ich jetzt wieder so langsam? Wow. Wow. Nochmal. Eckpfosten. Voll erwischt, losgelassen und... Wieso muss ich denn jedes Mal da manuell drücken? Der kann doch einfach abreißen. Geh aus dem Weg. Spreng ich dich. Ich gewinne doch eh wieder, siehst du? Weil du es nicht kannst. Och ja, ey. Gott sei Dank habe ich endlich die Grundlagen gelernt, ey. Ich will jetzt weitermachen. Nein. Nein, nicht weitermachen. So. Starten wir mal ein geiles Rennen. Ich hoffe, da geht ein bisschen mehr Action ab. Und ich hoffe, das ist auch einigermaßen... holla.
Was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen. Hehe. Aha. 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 Okay. Also die Männer sind alle so Nullinger und die Damen haben Augenfarbe 75C. Minimum. Alter Vater, ey. Nehmen wir doch mal die, die sieht doch ganz freundlich aus. Natürlich ein farblich passendes Fahrzeug. Eine Strecke. Gut, dann nehmen wir die. Kaufe Waffen. Ich weiß nicht, was die gerade von mir wollen, gell? Ich mache jetzt einfach mal hier irgendwas. Die da. Hä? Hä? Ach, ich starte jetzt einfach, ist mir zu blöd. Oh Mann. Fast 7 Minuten aufgenommen und alles, was ihr bis jetzt gesehen habt, ist das Tutorial. Sorry dafür. Och Leute, wollen wir dieses Jahr noch losfahren, bitte? Go. Yeah, Mann. Bin ich gleich mal voll Erster, würde ich sagen. Ist doch voll bescheuert. Wow, jetzt habe ich mich selbst weggesprengt, okay. Jetzt schieße ich nochmal eine Rakete. Was sind denn diese grünen Orbs, die ich da kriege? Und was ist ein Skill-Move? Rechts. Rechter Stick. Ja, ich mach doch rechter Stick. Hol mich doch mal, dann balle ich dir mal die Hacke voll hier. Zack. Jawohl, mir habe ich gleich auch noch einen verpasst. Dieses blöde Geflimmer die ganze Zeit, wenn du getroffen wirst, das ist überhaupt nicht nervig. Ich hätte es vielleicht noch ein bisschen größer gemacht, diese blöden Pixel, dann sieht man auch nichts mehr. So, der ist schon mal weg. Ich natürlich auch gleich. Ey, dieser Greifhaken ist so hammernutzlos, das ist unfassbar. Jetzt rauche ich noch schön ab. Die Steuerung ist halt ein bisschen blöd. Das Fahrzeug reagiert irgendwie viel zu empfindlich. Oder man macht dann gleich so einen Scheiß hier irgendwie an die Wand fliegen und so. Alter, was ist denn das? Wow. Oh mein Gott, ich bin gestorben. Und ich habe einen super Ultra-Move freigeschaltet. Mit dem ich euch jetzt allen den Arsch versohle. Warte mal. Ja, wenn ich jetzt noch verstehen würde, wie das geht. Also ich soll den rechten Stick. Alter. Runter, hoch, links, links. Cool. Voll sinnlos. Nochmal. Runter, hoch, links, links. Der sah aber eben noch anders aus. Yeah, jetzt bin ich voll auf dem Kopf gelandet und so. Jetzt fahr doch mal. Hä? Oh, ist ja super geil. Mein Skill-Move ist, dass ich mich einfach mal umdrehe und in die falsche Richtung fahre. Das braucht natürlich Skill.
Da muss man schon einiges auf dem Kasten haben, um so dumm zu sein. Und da habe ich ja schon wieder aufs Maul bekommen. Ach, jetzt nochmal hier. Runter, hoch, links, links. Weh, voll geil und so. Und jetzt nochmal der Skill-Move, der coole. Links, rechts und zack, habe ich mich umgedreht. Das ist so scheiße. Nee, also... Vor allem, ich spiele jetzt auf leicht, ja? Und eine Demo soll ja einem Einsteiger irgendwie Spaß machen. Legen einfach mal 1000 Minen auf den Boden. So. Der Typ fährt perfekt hinter mir durch alle Minen durch, die ich gelegt habe. Wunderbar, so muss das sein. 1000 Explosionen. Und ihr könnt mir echt nicht erzählen, dass ich jetzt dieses komische mit dem Haken irgendwo dran kleben und sowas machen muss, um zu gewinnen. Jawohl, schön die Wand hoch und noch eine Rakete und fast wieder umgefallen und da kommt noch einer und wirft mich wieder aufs Dach. Wow, wow, und hier ist die Ecke, wo nur noch geballert wird. Da lag schon wieder irgendein Scheiß auf dem Boden. Jetzt lenkt mein Auto die ganze Zeit nach rechts. Was ist das für ein Scheiß, ey? Ich hab, ganz ehrlich, ich hab doch die tolle Rubrik, wow, die tolle Rubrik Let's Play Trash, die übrigens keiner von euch guckt, haha, ja okay, vielleicht interessiert es einfach keinen, ja, Let's Play Trash, wo ich von der Xbox die richtig, richtig beschissensten Indie-Games raussuche, ja, was ist das jetzt, und die dann so ein bisschen vorstelle. Und mich ein bisschen drüber lustig machen und so weiter und so fort. Und ganz ehrlich, da sind Sachen dabei. Zum Beispiel dieses Milchflaschen durchschlagen aus der zweiten Folge. Das würde ich 3000 Mal lieber spielen als diese Kacke hier. Das ist, ganz ehrlich, es sieht vielleicht einigermaßen annehmbar aus. Und ganz ehrlich, ich würde es auch nur spielen wegen den Weibern, die da vorkommen. Das kann man jetzt auch wieder fragwürdig finden, dass der Fokus dann nur auf irgendwelchen Titten liegt. Ja, sogar noch Zweiter geworden mit der tollen Fahrleistung hier. Ich fahre jetzt immer auf schwer. Ja, aber ganz ehrlich, diese Xbox-Indie-Dinger da, die ich immer verreiße in meinen Videos, die sind 3000 Mal besser als dieser Mist hier. Dann noch irgendeine so eine saublöde Story, auch ja, hier und Action, eine neue Ebene. Bullshit. So ein Müll. Aber ganz ehrlich, ey. Wenn ich irgendwann nochmal eine Trash-Folge machen will und dann echt gar keine Ideen mehr habe. Und ganz ehrlich, das ist beim Xbox Store schon ganz schön schwierig. Dann nehme ich das Spiel hier einfach mit rein. Das ist Obergrütze. Jetzt gehen wir mal noch auf hier Experte, Profi. Dass sie mich gleich am Anfang hier mit so einer fetten Atombombe in die Luft jagen. Nehmen wir doch mal hier das Fieder. Oh, das sieht genauso aus, das Auto. Ich hätte gerne mal ein anderes Auto. Es gibt kein anderes Auto. Ach, hier gibt es andere Autos. Easy, Medium, Hard. Bullshit. Ja, ganz ehrlich, ich gebe es jetzt nochmal richtig dreckig. Ich nehme jetzt hier die Kleine oder den Kleinen, ist mir egal. Dann noch so ein Hard-Auto. Möglichst männlich. Oh Mann. Ich hätte vielleicht noch geile Raketenmunition kaufen sollen. Einfach hinterherfahren, alles zu Klump schießen. Vielleicht hätte ich dann noch irgendeine Chance gehabt. Das Ding ist halt, ich bin jetzt halt so ein bisschen... Ja, jetzt bin ich gerade so richtig dabei. Jetzt könnte ich dem Game locker mal hier 0 von 10 Punkten geben. Das kann ich eigentlich so nicht machen, weil... Es funktioniert ja noch irgendwo. Oh. Ich muss es mir echt überlegen. Ich muss es halt auch immer so ein bisschen in Verbindung zu anderen Spielen setzen, die ich getestet habe. Yay!
Aber ganz ehrlich, irgendwas Hohes wird es auf keinen Fall bekommen. Ich schalte jetzt einfach auf Raketen und baller alles über den Haufen. Mich eingeschlossen. Awesome. Ist auch geil, weißt du, du fängst an zu ballern. Die Rakete fliegt los. Und der Typ bremst noch geil ab, sodass du schön mitten in die Luft gejagt wirst. Ich bin fast Erster. Ja. Also. Fangen wir mit der Grafik an. Die Grafik ist besser als auf der PlayStation 1. Und das ist auch schon alles, was ich in irgendeiner Form, jawohl, lobend anmerken will. Die Charaktere sind ganz lustig gezeichnet. Sehen zum Teil ganz ansehnlich aus. Den Sound beurteile ich nicht, weil ich ja immer ohne Ton aufnehmen muss. Die Leute, die mehrere Videos von mir schon angeschaut haben, die wissen das. Das Gameplay ist absolut für die Füße. Also, die Gegner rödeln dadurch, man versucht hier noch irgendwie dran zu bleiben. Bremst ab, rutscht blöd rum. Das Auto steuert mal überhaupt nicht, wenn es überhaupt irgendwas macht. Boah, das Ganze mit den Waffen ist absolut imbar und völlig unüberlegt. Diese komische Greifhaken-Sache, da muss ich wahrscheinlich auch dann 3 Jahre üben, bis ich mal eine Kurve nicht an der Wand ende. Bumm. So, jetzt Achtung, mitbremsen. Ich gucke auf der Karte, hier kommt ein Dings. Hier kommt noch eine Kurve, ich bremse. Da kommt noch eine Kurve, ich bremse mal nicht. So, Achtung jetzt. Jetzt kommt gleich eine Rechtskurve. Ich bremse, rutsche voll blöd weg. Ich gebe Gas. Ich bremse, bumm, gegen die Wand. Ganz ehrlich, da muss ich die ganze Zeit auf die Karte gucken, weil ich einfach, sobald das Ding da oben am Bildschirmrand auftaucht, so schnell kann ich gar nicht reagieren. Tiger Claw, wow. Und diese blöden Finisher, dann ruckelt das ganze Bild noch und das ist doch absolut scheiße. Also tut euch selbst einen Gefallen, gebt kein Geld dafür aus, spielt nicht mal die Demo, das ist absolut verschwendete Zeit. Ja, er fährt weiter, mich haut's um. So sieht's aus. Da liegen schon wieder geile Minen, die habe ich aber gesehen, weil ich ja super toll bin. Ich lege jetzt auch mal ein paar, einfach weil ich Spaß habe. Dann bleibt man ab und zu einfach mal stehen, ohne dass man da jetzt irgendwie Einwirkung drauf hat. Keine Munition, wieder so ein geiler Flip. Ich habe vor vielen Jahren von der Computerbildspiele irgendwelche B-Games oder so, also richtige miese Spiele eigentlich, tonnenweise auf meinen PC gepackt und hatte da zum Teil den Spaß meines Lebens. Und da waren auch so Top-Down-Rennspiele dabei. Und selbst irgendwie dieses Fiat Panda VW Golf Racing Ding, keine Ahnung. Nee, Fiat Panda war's. Selbst das war damals geiler als das, was ich jetzt hier gerade zocken muss. Ganz ehrlich, wenn ich wirklich nur den Spaßfaktor und sowas von den Spielen bewerten soll, dann kriegt das Ding hier von mir 0 Punkte. Ich überleg's mir nochmal. Ich habe jetzt gleich 20 Minuten Aufnahme voll. Das Ding ist, ich muss am Ende noch ein bisschen schneiden. Das heißt, es kann sein, dass es im Endeffekt doch ein bisschen kürzer wird. Hofft einfach das Beste. Ja, komm, fahr mich doch in die Wüste, ey. Oh, nee, ey. Ich fahre jetzt einfach hier so geil über die Berge. Juhu, falsche Richtung. Yeah, und voll an die Wand. Geiler Kickflip und zack. Jetzt noch meine Ultra-Attack, die nicht funktioniert. Doch hier, guck mal, Tiger Dash. Hehehe. So ein Müll. So ein beschissener Müll. Ganz ehrlich. Sorry für das Gefluche, ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache, aber ganz ehrlich, sorry, nee, ich höre jetzt auf. Meine Wertung wird hammermäßig hoch, das steht fest. Mann, oh Mann. So, die Wertung wird jetzt eingeblendet. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss.